Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Trainsim World. Ja, mit mir, dem Manus. Der eine oder andere hat vielleicht gedacht, oh, warum kommt denn nichts mehr? Es kam natürlich auch schon die eine oder andere Nachfrage, wann kommt denn Trainsim World wieder und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauchte jetzt mal 2 Tage Verschnaufpause. Denn, ganz einfach, ihr wisst ja, ich habe 2 Folgen pro Tag hochgeladen von dem Spiel und ich habe mich nach dem Stream am Freitag, wo wir auch nochmal Trainsim World gespielt haben, tierisch geärgert. Wirklich tierisch geärgert. Weil wir haben das Szenario gemacht, vollständig aufgetankt. Und kurz vor Schluss, wirklich kurz vor Schluss, das letzte, was wir noch machen mussten, hat nicht funktioniert. Diese blöde Ampel, diese Weiche hat einfach nicht umgeschaltet auf grün. Normalerweise funktioniert das automatisch, man kann es nicht manuell machen. Es waren 400 Leute im Stream dabei. Keiner wusste auch weiter, wir haben alles probiert, alles was ging. Im Endeffekt haben dann mehrere geschrieben, ja, es ging dann auch erst, wo sie das Szenario das zweite Mal gemacht haben. Und das kann nicht sein. Das Szenario ist hier angesetzt mit 120 Minuten, das heißt 2 Stunden Spielzeit, die man sich hier komplett in den Poppes stecken kann. Und ja, es hat dann einfach nichts mehr funktioniert. Und das hat mich tierisch abgefuckt und deswegen habe ich jetzt gesagt, nö, scheiß drauf. Das Spiel nimmst du jetzt 2 Tage, machst du jetzt hier nichts, hast du keinen Bock zu spielen. Nichtsdestotrotz reizt es mich natürlich immer noch. Ich hoffe, dass ihr auch das Ganze noch sehen wollt. Ne? Deswegen lasst das Däumchen da, wenn ihr quasi hier wieder Folgen haben wollt, wenn ihr mehr Folgen haben wollt. Ich muss mal schauen, wie ich es jetzt mache. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal anfangen. Aber diesen Auftrag vollständig aufgetankt, den werden wir jetzt erstmal außen vor lassen. Vielleicht machen wir zum Schluss nochmal, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt Cumberland-Auftrag widmen. Auch mit 120 Minuten angesetzt. Und die Beschreibung ist, ein Kohleganzzug kam mit einem Motorproblem von der Verladestelle in Shaw auf der Salisbury, was auf dem Salisbury Uptrack, und die Mannschaft berichtete, dass eine der Loks nicht die volle Leistung lieferte. Bringen Sie die Lokomotive rüber nach Salisbury Junction und treffen Sie den Zug im Ausweichgleis, während die andere Mannschaft den Abstieg unterstützt. Ist sie an Ihnen, den Zug die Steigung hinabzuführen und dabei zu brillieren? Okay. Warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz was überlegen. Ach ja, okay. Den habe ich noch gar nicht gemacht. Welchen habe ich schon im Stream gemacht? War das Eis und Schnee? Ich glaube, es war Eis und Schnee, wenn mich nicht alles täuscht. Egal, wir fangen jetzt den an. Cumberland-Auftrag. Auftrag. So, auf geht's. Ehrlich, ach, das hat mich so... Also, ich muss wirklich sagen, mich hat das so geärgert am Freitag im Livestream, dass ich echt überlegt habe, ey, wie machst du jetzt hier weiter mit dem Spiel? Weil was soll die Scheiße? Durch solche Bugs? Ich meine, weißt du, das Spiel kostet ja auch Geld und das Spiel ist echt cool, aber damit versauen die sich eben auch immer alles. Mit diesen verkackten Bugs, wo man dann hier einfach festhängt und nicht weiterkommt, und das fuckt einen einfach so tierisch ab. Das ist wirklich so. Das ist. Aber was will man machen, ne? So. Ein Kohleganzzug kam mit einem Motorproblem von der Verladestelle in Shaw. Man benötigt die zusätzlichen Lokomotiven, die wir nach Sandbach gebracht haben, um bei der Fahrt nach Cumberland zu helfen, wo die Lokomotiven dann ausgetauscht werden können. Ihr habt's gehört? Wow. Los geht's. So. Unter dem Kürzel X570 bringen wir diese Lokomotiven nach... Wups. So, stellen Sie Richtungswende so, dass Sie Sandpatch-Kreuzung hinausfahren können. Moment, müssen wir ganz kurz mal schauen. Ach ja, genau das ist das. Genau das ist das, wo wir das letzte Mal hätten aufgehört. Hier auf diesem Abstellgleis abstellen. Wir standen, Moment, wo hier muss ein Tunnel kommen irgendwo. Genau, hier ist der Tunnel und hier diese Ampel. Bis dahin mussten wir zurückfahren, sollten hier anhalten und dann schaltet die automatisch auf grün. So ist es auch gewesen. Ich habe mir andere Videos angeguckt. Schaltet automatisch auf grün, dann fährt man fort zu diesem Abstellgleis. Und dieser letzte Abschnitt, der hat einfach nicht funktioniert und das hat mich so abgefuckt. So, wo sollen wir jetzt hinfahren? Moment. Ach nee, warte mal, wir müssen, glaube ich, rückwärts fahren, oder? Hier ist X570. Ja, erbitten Gleisfreigabe von Sandpatch nach Salisbury Junction. Over.
570. Unter Beachtung der Signalbilder fahren Sie von Sand Patch nach Salisbury Junction. Over. Okay. X570, unter Beachtung der Signalbilder fahren wir von Sand Patch nach Salisbury. Out. Out. So, na gut, dann machen wir mal die Bremsen raus. So, genau, hier, die löst langsam. Sollten wir vielleicht noch unsere Signale auf Feld stellen? Okay, lösen Sie die Bremsen, erhöhen Sie die Leistung. Okay. So, genau diese Richtung müssen wir auch. 900 Meter, sehr gut. Und da geht's auch schon los. So, hinter der Kreuzung sollen wir anhalten. Das sollte... Wo ist das? Da vorne, genau. Hier ist die Kreuzung, genau. Das ist meine. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Da stand ich das letzte Mal auch. Das sind die gleichen Signale wieder. Okay. So. Wir haben auf jeden Fall hier ein grünes Signal. Das passt ja schon mal. So, wir haben es. Hier geht es auch leicht bergauf. Ab davon dürfen wir aber auch wieder schneller fahren. Sehr gut. Das Signal ist gelb. Jetzt sind wir drüber gefahren. Da ist es rot geworden. Okay, wegen mir. Sind auf jeden Fall wichtig. So, wir dürfen ab hier auch schneller fahren. Das ist sehr gut. Die Innenansicht ist schon geil spannend. Mir macht das wirklich mega viel Spaß, dieses Train Sim World. Ich finde, das ist ein mega klasse Spiel und ich hätte nie gedacht, dass mir dieses Zugfahren. Ich überlege mir echt, ob ich mir den Train Simulator hole. Ist kein Scheiß, ne? Ich überlege echt, ob ich mir den hole. Aber ich glaube, der Drops ist halt auch schon gelutscht, da jetzt noch was zu zeigen. Aber mir macht das so unglaublich viel Spaß. Das ist das Geile an der Sache. Und, ja. Deswegen will ich das eigentlich weitermachen. Und mich hat das so an... Oh, ihr glaubt nicht, wie mich das angestungen hat. So, wir machen mal die anfängliche Reduktion rein. Das heißt, wir werden hier schon mal langsamer und werden jetzt hier schon mal ungefähr auf 60% hochgehen. Denn wir haben nur noch 40 Meter. 30 Meter, können wir nochmal die Bremse lösen. Sind wir schon da? Oh, wir haben, glaube ich, schon. Stellen Sie die Fahrzeuge auf vorwärts? Okay, jetzt bin ich gespannt. Moment. Okay, 9 Kilometer. Das Lustige ist, wir haben hier wieder rote Signale. Moment. Wir haben hier wieder rote Signale, aber wir sollen jetzt hier hochfahren. Ne, jetzt ist das Signal grün. Moment, das Signal ist grün. Warum ist das jetzt grün? Jetzt hier ein grünes Signal. Okay. Ich bin gespannt, ob wir abbiegen. Es funktioniert. Funktioniert wirklich. Ich habe jetzt hier gerade alles angemacht, was ging. Das ist natürlich blöd. Moment, ich muss mal ganz kurz eben aufstehen. Ich habe aus Versehen die Scheibenwischer angeschmissen. Die müssen. Ach, Mann. Ja, es ist, wenn man hier alle Tasten immer drückt. So, haben wir das jetzt hier noch auf hell? Das passt auch, das passt auch. Okay, alles klar. Super. Machen wir den Leistungsregler auf die... Was? Hier oben? Scheiße, wie ging denn der Scheibenwischer hier?
Ich weiß nicht mehr, wie die ausging. Fuck. Einfach die Sonnenblende davor, sieht man es nicht. Oder? Mist, wie ging denn die aus? Oder war das hier unten? Ach, auch egal jetzt. So. Okay, wir sollen 9 Kilometer fahren. Wir können auf jeden Fall das Tempo ein bisschen hochnehmen. Wir dürfen insgesamt, ich glaube 56 haben wir hier aktuell als Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir sind auf dem richtigen Gleis, es ist alles super, es passt alles. Es läuft. Ich bin zufrieden, aber ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, das muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. So, wir fahren mit 1,2% Gefälle, das heißt, es geht bergab. Und ja, da wäre es interessant, dass wir vielleicht Geschwindigkeit aufbauen und dann den Leerlauf reinschmeißen. Theoretisch sollten wir ganz gechillt an einer hinrollen. So, mal gucken. Ja, wir werden sogar noch. Ja, wir werden sogar noch schneller. Ja, bei 1,2% Gefälle. So. Hier auf anfängliche Reduktion schalten. Das ist kein Problem. Okay. Und dann lösen wir die Bremse wieder und rollen ganz gemütlich weiter. Können natürlich jetzt hier auch ein bisschen mit der dynamischen Bremse rumspielen. Nee, geht nicht. Geht gerade nicht. Wir werden zu schnell. Aber es ist natürlich schön, wenn man so einfach einer hinrollt. Das ist natürlich was ganz was Feines. Gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht, was mit den Scheiben ausgeht. Oh Mann, ey. Okay, Gefälle lässt ein bisschen nach. Wir sind jetzt nur noch bei 1%. Und da können wir uns einfach mal hier ein bisschen den Anblick der Lok widmen. Einfach mal hier ein bisschen das genießen. Hier ganz gemütlich einer hinfahren. Das Spiel macht wirklich Spaß. Also es macht wirklich Spaß. Und wenn mich jemand fragen würde, hey, kannst du mir das empfehlen zum Kaufen? Ich würde sagen, ja. Hol's dir, wenn du auf so einen Scheiß stehst, dann hol dir es. Und doch, ist es wirklich so. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen. Wir könnten vielleicht noch hier die Lichter noch anmachen und die Instrumentenbeleuchtung. Das denke ich mir kein Problem. Holla. Ich überlege gerade, ob wir. Dynamischen Bremse könnten wir was anfangen, wenn wir vielleicht den Leistungsregler. Nee. Auch nichts. Auch nichts. Okay, wir werden schon wieder zu schnell. Warum geht die dynamische Bremse nicht? Was mache ich da falsch? Weil die dynamische Bremse ist eigentlich eine sehr coole Bremse, weil sie auch über die Elektromotoren an den Rädern. Was ist jetzt? Okay, jetzt hat natürlich die dynamische Bremse auf einmal voll gegriffen. Warum auch immer. Braucht die echt so lange? Braucht die wirklich so lange? Der hat auf einmal voll reingebissen. Wir waren auf einmal fast im roten Bereich hier. Von der Ampereanzeige, wisst ihr? Haben wir aber auch 1,5% Gefälle. So, jetzt muss ich das nochmal probieren. Die Bremse greift. Ja, hat funktioniert. Passt, also geht im Leerlauf und auch wenn der Gang drin ist. Okay, was mich tierisch annervt, ist jetzt mal ohne Mist die Scheibenwischer. Ich weiß nicht, wo ich die ausstellen soll. Ich war blöde. Scheiße.
Da. Nee. Ich weiß nicht, wo ich die... Was war denn das? Alter, was war denn das gerade? Habt ihr das gehört? Moment. Was war denn das gerade? Habt ihr das auch gehört gerade? Das war ja der Hammer. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Alter. Das klang auf jeden Fall gefährlich. So, na gut. Aber meine lieben Freunde, wir rollen hier mal ganz gemütlich einer hin. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Denn, wenn ihr möchtet, lade ich wieder zwei Folgen hoch. Ja, und somit bin ich erstmal fertig mit Aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Manus. Lasst das Däumchen da. Ciao.